bauen wir die mal alle auf hier. Und das war's schon. Danke, Spyro. Halt dich kurz gut fest und zieh nach unten. Das mochte ich irgendwie damals. Ich glaube vor allem, das Ding rauscht voll in uns rein. Oder durch uns durch. Ah, knapp, 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 knapp. Au! Man sollte doch erwarten, dass die Jungs mich hier rausholen könnten, ohne mir einen tonnenschweren Schneeball auf den Kopf zu rollen. Hier, nimm diesen Kristall. Ich habe ihn gegen Hockeykarten getauscht. Jetzt kriegen die gar nicht ihr Hockeyspiel. Okay, das ist nicht das gleiche Zeichen wie da oben, aber das da oben gefällt mir besser. Dieser Typ sieht original aus wie mein alter Kunstlehrer. In der Realschule. Okay, ich würde sagen, wir machen das Blöde zum Schluss. Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Ich glaube aber nicht. Ne, da stehen nur die drei Fuzzis rum. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das mit dem Hündchen. Oder Wolf, keine Ahnung. Das hier sieht gelber aus, ne? Das andere war mehr so grünlich. So. Dann erzähl mal. Mein zahmer Schneeleopard ist weg. Ich war beim Angeln und als ich mich umdrehte, war er weg. Hoffentlich haben die Käfer George nicht gefressen. Die Käfer. Schneeleopard zurückbringen. Gut. Dann sammeln wir hier erstmal Edelsteine auf. Und dann machen wir uns an die Arbeit. Da läuft er schon. Ich finde ihn voll putzig. Weil seine Fußtapfenspuren. Okay, uns fehlen immer noch Edelsteins. Nimm deinen Fisch. So, auf jeden Fall müssen wir den jetzt hier ein paar Mal füttern. Dreimal, um genau zu sein. Da war sie wieder, die drei. Ja! Wie der einfach kleiner wird. Ist mir aber auch noch nicht passiert, dass ich das Ding da hochgeschossen habe. Müssen uns anpurren. Ich höre es leider nicht. Weil da draußen ein Auto lang fährt. Ja. Ich finde das voll niedlich, wie er sich hinsetzt. Ich habe das leider nicht so gut gesehen. Auf jeden Fall reißt er voll den Arsch nach oben und setzt sich dann hin. Das schon wieder nicht gesehen. Ach. Ich muss mich richtig in den Schnee reinsetzen. Jetzt habt ihr das sehr gut gesehen. So, bitteschön, da ist dein Schneeleopard. Du hast George gefunden. Ich bin so froh, dass es ihm gut geht. Von jetzt an werde ich besser auf ihn aufpassen. Ich habe nur dieses runde, glänzende Ding, das ich beim Angeln gefangen habe. Du kannst es haben, wenn du willst. Gerne.
So, mir ist gerade wieder eingefallen, wo uns die paar Edelsteine fehlen, und zwar in der Höhle, wo die Spinnchen da sind. Ja. Ich möchte noch nicht mit dir reden, ich möchte hier erstmal durchfliegen und Edelsteinchen holen. Lass mich alle in Ruhe. Oh, ich muss mich einfach beeilen. Es sind schon wieder komische Geräusche. Dann machen wir uns mal an die Aufgabe. Nee, ich rede erstmal mit dir. Wir haben Führungen in diesen Höhlen gemacht, aber jetzt sind sie mit Käfern verseucht, die sich ungehemmt vermehren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie das ganze Dorf einnehmen. Kannst du sie für uns verjagen? Ja. Toll! Aber vergiss nicht, du musst sie alle schnell fangen. Denn wenn welche überleben, vermehren sie sich weiter. Jo. Das sind also die Käfer, von eben der Typ gesprochen hat. Ich weiß gar nicht, was das für eine Schwierigkeit war. Da ist schon wieder eine. Jetzt fangen die sich schon wieder an zu vermehren hier. Yes. Du hast uns alle vor einem grausigen Schicksal bewahrt. Nimm bitte diese Kugel als Zeichen unserer Dankbarkeit. Die haben da nur da rumgeschwungen und umgetanzt. Aber die Viecher sahen aus wie Spinnen, also ich hätte genauso reagiert wie er. So. Dann geht's zum Levelende und wir machen jetzt den Metro-Ring, würde ich sagen. Auch. Also das ist, glaube ich, das Fluglevel, was ich am wenigsten mag. Das finde ich voll niedlich. Speichervorgang abgeschlossen. Husch. Gut, der Metro-Ring war hier oben irgendwo. Jetzt sagt die so, ja, du hast genug. Nee. Haben wir schon von der angehört, glaube ich. Metro-Ring mit Bindestrich. Und danach machen wir die Skelos-Einhöhle, weil dann haben wir den ganzen Bereich vorne schon mal abgeschlossen. Ich muss schon sagen, die Musik fehlt irgendwie, ne? Aber die ist doch da. Oh, wie ich hier einfach mal übelst verkacke, ne? Okay, hier waren noch zwei.
Oh, ich bin falsch rum, oder? Ja. Fuck. Fuck you. Komm schon. Oh mein Gott. Hätte ich es doch fast geschafft. Jetzt muss ich. Oh, ich mag diesen Reto nicht. Der ist mir so unsympathisch. Von irgendeinem Praktikanten programmiert worden. Ich mag das Level nicht. Ups. Nochmal drehen hier. So, jetzt aber wieder hoch. Einer noch. Okay, jetzt können wir nämlich hier rechts rein. Was ich eben schwer verpeilt habe. So, und jetzt haben wir eben nämlich die Dinger hier rückwärts gemacht. Da. Wunderbar. Ach ja. So. Normal. Und zwar gibt es hier einen Bürgermeister. Den mag ich ganz gerne. Also ich mag, wie der aussieht. Den Rest des Levels mag ich nicht. War da irgendwo Wasserfall? Da ist der Wasserfall. Okay. Ein Moment. Ein Moment. Spyro. Spyro. Okay. Setzen uns erstmal hier drauf. Drehen uns rum. Da ist der Wasserfall. Es hat sau lange gedauert, bis ich das mal geschafft hatte, den zu finden. Hier auf dem Metroring werden wir von Verbrechern geplagt. Aber ich glaube, du kannst uns helfen. Eine Bande diebischer Katzen klaut meine Wahlgelder, indem sie die Wände der Häuser hochklettern. Wärst du bereit, sie zu verbreiten? Ja, schon, aber ich mag das nicht. Toll! Der Jäger konnte die Schurken von den Häusern schmeißen. Aber wir müssen die Beute fangen, bevor sie in den Kanal fällt und verloren geht. Der Jäger wartet draußen auf dich. Viel Glück. Der Jäger. Eigentlich heißt er nur Jäger. Weil jetzt heißt es so, als ob... Jetzt hört sich das so an, als ob der ein Jäger wäre und irgendwelche Rehe abschießt. Ich mag das Level. Okay, war es richtig, dass er den eigentlich abgeschossen hat? Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls euch übel wird bei meiner Flug. Nein! Okay. Den hast du wohl übersehen. Aber es kommen immer mehr Einbrecher, die uns ausrauben wollen. Bist du bereit, es nochmal zu versuchen? Ja, für dich gerne. Toll. Ach ja, ich glaube, das waren noch 5 Sterne.